Willkommen zurück zu Ori and the Blind Forest Definitive Edition. Ich möchte ein bisschen Backtracking machen. Und zwar das da oben aufmachen zum Beispiel, das da aufmachen. Ansonsten hier noch die Fähigkeitspunkte holen. Ich versuche einiges zu holen. Mal gucken, ob mir das gelingen wird. Erstmal muss ich hier wieder irgendwie heil durchkommen. Das ist die schlimmste Stelle bisher im Spiel, wo man immer mal vorbei muss. Deswegen hasse ich die Stelle auch. Wir könnten jetzt theoretisch nach dort oben, dort einmal durch. Aber ich möchte doch schon nach rechts laufen, denn dort können wir noch was öffnen. Und das möchte ich, glaube ich, eher machen. Obwohl, warte mal hier. Guck mal, hier gibt es ja auch was. Ah, das habe ich nicht gesehen. Da gibt es auch... Ach, verdammt, da gibt es noch so ein Ding. Brauche ich nicht. Ich mache trotzdem eine Seelenverbindung. Brauchen ja sowieso zwei. Ein Fähigkeitspunkt bringt uns leider nichts. Deswegen können wir einfach ganz gefühlt weiterlaufen. So, kurz das da oben holen. Für ein paar mehr Energiezellen. Denn hier drüben müsste... Ja, unter Wasser gibt es da was. Ja, ihr Viecher seid immer noch total behindert. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ich habe doch gemacht, dass ich da an dem Projektil hochgehen, also mich wegschleudern kann. Ihr wisst, was ich meine. Die Fähigkeit, die wir in den letzten Parts bekommen haben. Aber irgendwie möchte das nicht so funktionieren, wie ich das möchte. Genau so möchte ich nämlich, dass das funktioniert. Warte mal, wir können... Theoretisch. Wir könnten theoretisch das da oben bekommen. Das bekommen wir sogar. Cool, damit hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir das... Ich hätte nicht gedacht, dass wir das bekommen. Dann müssen wir das da unter Wasser holen. So, das da nach oben. Ich wollte den eigentlich auch nochmal benutzen, um nochmal nach oben zu kommen. Dann halt nicht. So, na verdammt, wir müssen unten lang gehen. Das sehe ich jetzt erst. Das sehe ich ja jetzt erst, dass wir unten lang gehen müssen. So. Ich wollte dich eigentlich damit abschließen, aber wenn du nicht willst... Oh, dann trifft er mich auch noch. So, kurz mal einen her wiederherstellen. Runter da. Ganz versteckt hier in den Algen ist ein bisschen was. Kann man auch mal machen. Nochmal abspeichern und eine Fähigkeit holen. Was holen wir denn? Ich würde ja nochmal die Stärke und das hier alles... Ja, ich würde das alles, die Stärke dann hier verbessern. Ja, wir machen mal mit der Stärke weiter. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Kurz mal oben eine Abkürzung nochmal erschaffen. Das wird, glaube ich, auch ganz gut. Das war kurz. So, also mal wieder hier beim Triforce. Nochmal ganz kurz als Abkürzung benutzen. Wir können das zwar später auch nachher noch von unten dann zerstören. Aber das wird erst sehr viel später sein. Deswegen bringt das jetzt noch herzlich wenig. So, ich wollte dich wieder benutzen. Dann halt nicht. Wenn du keine Lust hast. Ist denn irgendwo ein Teleporter in der Nähe? Nein. Hier ist kein Teleporter, da oben. Dann benutzen wir aber den, denke ich, auch mal gleich und teleportieren uns irgendwo anders hin. Ich weiß noch gerade nicht wo. Komm. Ihr blöden Viecher. Ihr seid so blöd wie nichts anderes. Warte mal, hier unten waren wir doch. Wir waren doch hier unten. Ist hier irgendwas noch? Nee, nur der Fähigkeitspunkt? Okay, ich hätte jetzt schon gedacht, dass da unten noch irgendwas sein könnte. Hier drüben, ja, wir müssen jetzt einmal hier nach oben. Als ob der mich jetzt getroffen hat. Ich hasse diese Viecher. Das sind, ich finde, das sind die schlimmsten momentan in diesem Spiel. Wird es aber auch noch schlimmere geben? Keine Ahnung mehr. So, einmal da hoch. Ja, das da, da fehlt uns was, da fehlt uns was. Ich weiß aber nicht, wo das ist. Ich weiß nicht, wo das ist. Tut mir leid. Da müssen wir dann später nochmal nachgucken. Och, wieso denn wieder welche von euch? Ich hasse euch. Ach, die sind sogar ohne, dann werden sie nicht nochmal kleiner. Gut zu wissen. So, einmal kurz hier beim Ginsobaum lang laufen. Denn wir müssen zum Teleporter, der müsste gleich unter uns sein. Hier sollten wir eigentlich auch noch was machen können. So, da hinten kommen wir noch nicht ran. Nee, nee, nee. Boah, da, ah, das habe ich ganz vergessen. So, nee, da drüben. Obwohl, warte mal, da drüben gab es doch was. Kommen wir da also einfach hin gerade? Ich glaube nicht. Also mal ganz kurz zum Teleporter. Kurz mal... Warte. Hä, ich kann jetzt auf der Karte einen auswählen. Ach, gibt es in jedem Gebiet einen Teleporter und da werden wir dann hin teleportiert. Ah, wir sind beim Geisterbaum. Okay. Warte mal, was können wir hier machen? Wir müssten hier nach rechts können... Da sollten wir eigentlich was machen können, oder? Ich glaube ja irgendwie schon.
Ganz unten könnten wir auch noch mal hin. Da unten im Wasser ist ja auch noch was. Wir könnten relativ viel jetzt gerade noch machen. Ich möchte aber da unten zum Teleporter. Kann ich denn da irgendwie hin? Da, Waldsenke. Das müsste doch der sein. Ich habe keine Ahnung, wie das gerade funktioniert mit den Teleportern. Weil wir müssten jetzt theoretisch hier unten sein, oder? Sind wir hier unten? Sind hier unten. Da müsste es ja hier drüben. Warte mal. Da oben gibt es auch noch was. Das sehe ich gerade erst. Da konnte man noch nicht klettern. Ah, das scheint ein neues Gebiet zu sein. Ori, diese Statue kommt mir bekannt vor. Ich habe sie zuvor schon einmal gesehen. Das müsste ein neues Gebiet sein. Ich weiß noch nicht, ob wir da reingehen sollen. Ich hole mir erstmal da unten den Einfähigkeitenpunkt. Ich weiß nicht, ob wir da schon reingehen sollten. Aber erstmal tauchen. Ah, da kommen wir noch nicht hin. Wir müssen wieder was aktivieren. Wo ist denn das? Keine Ahnung, wo das ist. Ne, da unten wird aber auch nichts mehr weiter sein. Boah, keine Ahnung, wo der Schalter ist dafür. Der müsste aber irgendwo in der Nähe eigentlich sein. Ist denn da oben irgendwas? Da, nicht du. Dich meine ich nicht. Kommen wir auch da oben irgendwo ran? Ich weiß nicht, wo. Wie weit ob wir irgendwo rankommen. Ne, wir kommen ja jetzt hier auf jeden Fall. Oder doch nicht? Wir müssten doch. Ach, das ist hier wieder der Anfang, so in etwa. Jetzt kommen wir. Na toll, das bringt mir ja relativ wenig. Warte mal. Die müssen runterkommen. Ach, so habe ich das nicht gemeint. Mann, Leute. Versteht ihr mich bitte einmal? Anscheinend nicht. Auch kannst du bitte springen, eventuell? Boah, ihr seid doch alle so behindert, wisst ihr das? Genau so. Danke. Jetzt mal gucken. Gibt es hier oben irgendwas? Eigentlich müsste es ja. Auch euer Ernst, wieso ist denn hier schon wieder was versperrt? Das kriege ich aber auch nicht auf, ne? Boah, wieso ist denn hier alles so versperrt? Das habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung, dass überall alles versperrt ist. Dann versuchen wir halt da hinten das Energietor zu öffnen. Eventuell bekomme ich das hin. Nein, das bekomme ich nicht hin. Da kommen wir noch nicht drüber. Da müssten wir zumindest noch nicht drüber kommen können. Tja, so, sowas von Backtracking. Da unten kommen wir nicht ran. Da dürften wir eigentlich auch noch nicht rankommen. Ja, toll, nach da ganz unten möchte ich jetzt nicht hinlaufen. Wir müssen ja nach da drüben zum Nebel. Zum Nebel. Wie heißt das? Nebelforst. Ja, wir müssen zurück zum Ginsobaum. Dann lasse ich das, glaube ich, doch bisher. Wir könnten zwar da drüben noch was holen. Ja, wir könnten da drüben noch was holen, aber da komme ich jetzt auch nicht so schnell hin. Das ist mein Problem, dass ich nirgendwo so schnell hinkomme. Die Teleporter helfen zwar schon enorm, aber trotzdem komme ich da nirgendwo hin. Nee, dann gehen wir zurück zum Geisterbaum. Und machen mit der Story weiter. Mit der nächsten Fähigkeit sollten wir. Mit den nächsten beiden Fähigkeiten, eher gesagt, sollten wir dann sowieso ein bisschen mehr anfangen können. Also gehen wir zum Ginsobaum. Zum Geisterbaum. Ginso, Geisterbaum, ist doch fast das gleiche alles. Ich finde übrigens die Animation ganz cool. Und auch ganz schön. So mal speichern. Wenn es schon kostenloses Speichern gibt, dann nutzen wir das auch gleich mal aus. Ach stimmt, hier drüben gab es doch so eine. Ja, hier gab es doch. Ja, hier gibt es so eine Wand. Ich kann mich noch dran erinnern. Tal des Windes. Ach, guck mal, hier. Oh, jetzt kommen schon diese Viecher. Jetzt kommen schon diese kleinen Kuro-Verschnitte. Das sind irgendwelche behinderten Eulen, die auch nicht gerade so nett sind. So, wir können aber dich benutzen, um da oben diesen kleinen Fähigkeitspunkt zu bekommen. Ist da. Okay, fuck, da drüben ist nichts. Also nichts Wichtiges. Ich würde schon mal gerne abspeichern. Ach komm, stopp doch. So, abspeichern. Jetzt kommen wir. So, ich möchte da trotzdem weitergehen. Dich mal, ja, ganz kurz töten. Und euch auch mal kurz töten. Und euch auch noch mal kurz töten. Und ich auch noch mal kurz töten. Alle kurz töten. Gibt's nur einen? Ne, da unten geht's auch noch weiter. Da unten ist ein Schalter. Vielleicht sollte ich unten lang gehen.
Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, da unten lang zu gehen. Das ist nämlich hier ein bisschen gefährlich. Ein bisschen sogar sehr gefährlich. So, ich müsste doch aber da unten hinkommen, oder nicht? Ja, ich komme da sogar hin. Und den Schalter können wir natürlich wieder runterdrücken mit unserer Stampfattacke. Komm, stampfe, Uri. Ah, jetzt geht da oben die Tür auf. Da wären wir sowieso nicht weitergekommen. Naja, dann. Dann gehen wir erstmal hier unten weiter. Mal gucken, was da ist. Was sich dort befindet. Ah, hier kommen wir sogar nach oben. Gibt es hier unten irgendwas? Ne, da ist eine Tür. Wir müssen wieder irgendeinen Schalter betätigen. Das finde ich jetzt ein bisschen nicht so cool. Uri, bitte. So, einmal nach unten. Können wir da drüben was zerstören? Ich weiß nicht, ob ich da irgendwas gesehen habe, was wir zerstören können eventuell. So, nach unten nochmal alles drücken. Ja, ja, ich weiß, dass das aufgeht. Braucht ihr mir nicht nochmal zeigen. Aber trotzdem einmal... Ach, wir können gar nicht speichern. Weil ja hier ein Gegner ist. So, ich möchte mich aber bitte einmal nach oben machen. Wir können uns halt dauernd in der Luft hin und her machen. Durch die Viecher. Kannst du mal herkommen? Genau so. Kann ich hier speichern? Da kann ich speichern. Super. Dich kurz besiegen, dann wieder dich besiegen, dann wieder dich besiegen, dann wieder dich besiegen. Das kennen wir doch schon mittlerweile alles. So, ich hätte nicht gedacht, dass das klappt. Aber ist ja schön, dass das klappt. Das Wasser ist natürlich auch hier wieder heil. Ah, da hinten ist ein kleiner blöder Piranha. Da ist so ein Ding. Das wird uns aber jetzt nicht so viel Schaden machen. Ja, und jetzt bekommen wir es weiterhin mit einer blöden Chose zu tun. Und zwar wieder dieses ganze Hin und Her ja, geswappe. Kann man das so sagen? Lebensretter. Ich glaube, wir haben eine bestimmte Anzahl diesen Teleportern, an diesen Speicherpunkten gemacht. Gerade entfällt mir der Name. Okay, dann brauchen... Ah, stimmt, da brauchen wir eine andere Fähigkeit. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß, was wir dafür eine Fähigkeit brauchen. Die können wir jetzt leider noch nicht bekommen. Ist aber ganz schön verwinkelt hier. Da unten ist auch noch ein Weg. Ach schon, nee, das war ja zu. Da kommen wir, glaube ich, noch nicht hoch. Und da kommen wir auch noch nicht lang. Gut zu wissen. Ich mag das Gebiet generell nicht. Na, da kommen wir erst auch später ran. Trotzdem mag ich dieses Hin und Her geswappe. Ja, na toll, wenn... Warte. Gibt es da nochmal... Guck mal, da kann man doch vielleicht nach unten. Ich weiß nicht, ob ich ausprobieren sollte, ob man da nach unten kann. Kann ich hier bitte speichern? Danke. Deswegen wollte ich auch speichern. Mich interessiert eigentlich auch, wie viele Tode wir momentan schon haben. Aber ich liebe dieses Hin- und Her-Gehüpfe. Ich mag das. Manchmal kann es zwar sehr anstrengend sein, aber ich mag das. Warte mal, wo war eigentlich nochmal das eine, wo das neue Gebiet ist, was bestimmt nur in der Definitive Edition da ist? Hier drüben, ne? Ja, es müsste hier das Gebiet sein. Man müsste es erkennen, wenn ich hier mit dem Zeiger drum gehe. Da ist Kuro. Oh, und ganz vielen von seinen kleinen Babys. Solange Kuro dort hockt, ist der Weg zur Nebelforst versperrt. Doch schau nach oben. Wir können sie vielleicht ablenken, wenn wir diese Felsen lösen. So und so, ne? Warte. Das tue ich mir gerade nicht an. So. So viel Stress mache ich mir dann doch nicht. So, einfach immer an diesen behinderten Viechern nach oben. Da, da. Nein. Ach so, so bestimmt, oder? Ah, zweimal, wir sind mit auf Kuros Kopf gefallen. Ja, es muss ein bisschen wehtun, aber es hast du auch verdient. Jetzt sind wir ganz unten. Und er hat aber Federn verloren. Aber natürlich liegt die Feder hier nicht umsonst. Und zwar ist das eine Fähigkeit. Ja, das
hat mich auch erstmal überrascht beim ersten Mal durchspielen. Du hast Kurus Feder aufgenommen. Um diesen Gegenstand zu benutzen, musst du Leertaste drücken und anschließend Shift drücken. Kurus Feder ermöglicht Ori frei umher oder auf den Luftströmen zu gleiten. Das wird später noch sehr, sehr wichtig, aber cool. Wir können einfach gleiten. Bevor ich irgendwo einen Abgrund runterspringe, können wir das ja benutzen. Da oben gibt es einen Speicherpunkt. So, Spiel speichern. Teleportieren möchte ich mich nicht. Weil, wohin auch? Da drüben kommen wir nicht weiter. Ja, wir müssen einiges hier noch machen. Ich sehe schon. Ich sehe schon. Aber wir brauchen erst mehr Fähigkeiten. So, Kurus Feder. Schaffe ich das? Okay, dann kannst du doch mal einen Doppelsprung machen.